Ja, hallo meine glorreichen Masseanschauerinnen und Freunde, wir haben heute ein weiteres Video und zwar möchte ich mit euch heute herauskristallisieren, was denn so der beste Ansatz ist, um Muskulatur aufzubauen. Wir haben hier verschiedene Begriffe, die im Raum stehen, beispielsweise Dirty Bike, wird gerne gegenübergestellt zum Lean Bike, die normale Massephase, das normale Bike, dann Recomposition und Gain Taining, eher neuere Begriffe, die vielleicht noch nicht so viele kennen mögen. Ich möchte heute so ein bisschen Klarheit erstmal in diesen Gulasch von Begriffen bringen. Das bedeutet, wir definieren die ganzen Geschichten erstmal nach bestem Wissen und Gewissen. Dann kristallisieren wir so ein bisschen heraus, was denn so die vermeintlichen Vorteile der einzelnen Ansätze sind und gehen dann weiter und schauen uns an, okay, welche Probleme können denn hierbei auftreten. Und am Ende werfen wir dann nochmal einen gesamten Blick drauf und schauen, was denn für uns persönlich so der vermeintlich beste Ansatz ist, den wir fahren sollten mit unserer entsprechenden Zielsetzung und mit unseren entsprechenden Präferenzen. Ja, lass uns zunächst mal mit dem Dirty Bike anfangen. Also der Dirty Bike ist im Prinzip eine Massephase, die ins Extreme geht. Bedeutet, wir fahren einen ordentlichen, erheblichen Kalorienüberschuss von 1000 Kilokalorien oder mehr. Mündet dann letzten Endes darin, dass wir sehr schnell Gewicht zu nehmen, bedeutet 1 Kilo pro Woche oder mehr. Bei einem 80 Kilo Athleten wären das beispielsweise 1,25% seines Körpergewichts pro Woche und dann letzten Endes in 4 Wochen, also etwa einem Monat, 5% des Körpergewichts und das pendelt sich dann natürlich entsprechend nach oben hin ein. Dabei ist festzuhalten, dass die Makronährstoffverteilung ein bisschen in den Hintergrund rückt. Man achtet natürlich weiterhin darauf, möglichst viel Eiweiß zu konsumieren oder ausreichend Eiweiß. Aber die genaue Grammzahl an Fetten und Carbs, die rückt ein bisschen in den Hintergrund. In der Regel wird auch vermehrt auf Junkfood zurückgegriffen, was dem Ganzen nochmal extra die Namensgebung geprägt hat, Dirty Bike, und weniger sauber in dem Sinne gegessen wird, weil man eben so viel Energie zuführen muss. Vorteil ist natürlich, Muskelaufbau wird an der Stelle maximiert, weil wir auf jeden Fall einen ordentlichen Überschuss haben. Also es sind genug Kapazitäten, genug Bausteine zur Verfügung. Die Kraftzuwächse sind in der Regel in dem Ansatz auch bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall sehr gut aufgestellt und man hat natürlich tendenziell eine leicht erhöhte Volumentoleranz, wenn man eben in so einem Energieüberschuss ist und kann recht gut regenerieren. Also eigentlich erstmal ganz gut aufgestellt, so was das Training angeht, was die Aufbauphase angeht, was die Fortschritte angeht. Das Problem ist natürlich, dass das relativ schnell kippen kann. Ne? In dem Sinne, mit diesen hohen Zuwachsraten kommt natürlich auch ein erhebliches Maß an Fett dazu. Das bedeutet, man wird relativ schnell fett. Und wenn man das dann einige Wochen bzw. einige Monate so treibt, dann wird man erheblich fett. So, das kann sogar dazu führen, dass die Haut nicht mitkommt, dass die Elastizität darunter leidet, besonders wenn man dann wieder dünner wird und dann quasi Hautprobleme kriegt, dass die Haut sich nicht wieder richtig zurückführt. Das kann Probleme mit sich bringen, dass man irgendwann träge wird, vielleicht auch in so ein kleines Motivationsloch fällt, aber eben auch performance-technisch irgendwann dadurch, dass man einfach unbeweglich wird, dass man hier auch die Trägheit merkt, dass man nicht alle Übungen nicht mehr so gut ausführen kann. Der eine oder andere muss sich in diesem Ansatz dann auch mal noch häufiger übergeben, wenn er es nicht ohnehin schon tut. Und das kann dann immer schon so ein bisschen dahin kippen, dass es kontraproduktiv ist, zumal man sagen muss, man muss nicht dieses erhebliche Maß an Kalorienüberschuss fahren, um letzten Endes Muskelzuwächse zu maximieren. Man könnte gleichzeitig auf der anderen Seite dann die Vorteile genießen, dass man vielleicht nicht allzu schnell fett wird. Ne? Ist natürlich schön, wenn man sich alles reinhauen kann, was man möchte, ist vielleicht auch mal für die geistige Situation, gerade wenn man vielleicht zuvor sehr gelitten hat, beispielsweise nach einer Wettkampfvorbereitung, erstmal ganz nett, aber das kippt halt auch häufig. Und ich sag mal so, für die Blutwerte ist es, wer vielleicht auch direkt mal nach dem Wettkampf sich ordentlich reingedrückt hat, ordentliche Massephase sozusagen gemacht hat, ein Dirty Bike, der weiß, dass sich das auch nicht unbedingt so positiv auf die Gesundheit abbildet. Dementsprechend ist es vielleicht nicht mehr so der günstigste Ansatz für uns. Wenn wir jetzt weitergehen und den normalen Bike, also die normale Massephase betrachten, die im Prinzip eine Sandwich-Stellung zwischen Lean Bike und Dirty Bike einnimmt, für viele gibt es noch das eine oder das andere, deswegen wird häufig
Bike mit dem Dirty Bike gleichgesetzt. Man muss aber sagen, es ist eigentlich so dazwischen gelagert. Das bedeutet, wir nehmen beispielsweise so 1-2 Kilo pro Monat zu. Bei unseren 80 Kilo Athleten wären das dann ein gutes Prozent bis 2,5%. Sagen wir jetzt mal, er ist ein bisschen fortgeschritten. Bei einem Anfänger würde man das Ganze vielleicht noch einen Ticken weit höher ansetzen. Hat den Vorteil, dass wir natürlich, wenn wir jetzt hier davon ausgehen, 250 bis 300 Kilokalorien bis hin zu 700, 800 Kilokalorien am Tag im Überschuss, dass wir auf der einen Seite natürlich weiterhin das Muskelaufbaupotenzial maximieren. Natürlich, je höher wir gehen, desto eher ist das gewährleistet, desto höher ist natürlich die Gefahr, dass wir auf der anderen Seite Fett zunehmen. Die Kraftzuwächse sollten im gleichen Maße erzielt werden. Alles, was jetzt nicht zusätzlich einfach nur auf mehr Gewicht zurückzuführen ist, sondern auf die muskuläre oder wesentlich muskuläre Leistung. Regenerationstechnisch sollten wir gut aufgestellt sein. Wir haben nicht die Gefahr, dass wir irgendwie in ein Defizit rutschen. Kann natürlich auf der negativen Seite, auch wenn wir weniger Fett zunehmen werden als jetzt beispielsweise ein Dirty Bike und gleichzeitig sehr, sehr gut aufbauen, kann natürlich trotzdem, wenn wir eher an diesem oberen Ende positioniert sind, die Gefahr mitbringen, dass wir nichtsdestotrotz relativ zügig noch fett werden, aber tendenziell werden wir unsere Aufbauphasen länger gestalten können als jetzt beispielsweise ein Dirty Bike, bis wir an den gleichen Körperfettanteil angekommen sind. Ne? Aber im Lean Bike, wenn wir das Ganze noch ein bisschen restriktiver fahren, dann können wir die Aufbauphasen tendenziell womöglich noch ein Stück weit länger haben. Deswegen kommen wir jetzt auch gleich mal zum Lean Bike. Ist letzten Endes darauf abgerichtet, dass wir ja unsere Muskelaufbauphase so gestalten, dass wir möglichst fettfrei oder weitestgehend fettfrei zunehmen. Das bedeutet, dass wir irgendwo in Zuwachsraten von 0,25% bis 0,5% liegen. Das bedeutet, dass wir teilweise dann 0,2 bis 0,4 Kilo nur pro Monat zunehmen. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich weniger schnell fett werde, dass ich längere Aufbauphasen handhaben kann, aber auf der anderen Seite natürlich die Gefahr habe, dass ich zum einen mich verschätze von den Kilokalorien, weil ich nur 50 bis 100 Kilokalorien im Überschuss am Tag bin und leichte Varianz überhaupt allgemein in meinen Tagen habe. Da habe ich mal schnell die eine oder andere Woche, wo ich eher schon in Phasen bin, wo man das Ganze in ein Defizit schiebt, könnte man natürlich in die Recomposition Phase sozusagen packen, hat natürlich das Problem, wenn ich noch relativ lean bin, dass das Ganze nicht so wirklich funktioniert. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Hat die Gefahr, dass ich mein Muskelaufbaupotenzial nicht maximiere. Klar habe ich auf der anderen Seite den Vorteil, dass ich vielleicht nicht so viel diäten muss oder deutlich später diäten muss. Aber wenn ich die Diät auf der anderen Seite zum Beispiel nach einer normalen Massephase gut aufsetze, komme ich da, weil ich ja von einem relativ großen Körperfettanteil komme und relativ leicht diäten kann, ohne jetzt große Krafteinbuße zu haben, komme ich da gegebenenfalls, wenn ich diesen Lean-Bike-Ansatz sehr restriktiv fahre, schlechter dabei raus, als wenn ich denjenigen habe, der eher ein bisschen mehr Fett angesetzt hat, sein Muskelaufbaupotenzial maximiert hat und dann ein Stück weit runtergegangen ist. Und selbst wenn er einen marginalen Anteil dann noch seiner Muskelmasse verloren hat, trotzdem besser dasteht als derjenige, der den Lean Bike Ansatz gefahren hat. Lean Bike hat natürlich irgendwo den Vorteil, dass ich tendenziell über einen größeren Zeitraum ein Stück weit besser aussehe, was für den einen oder anderen natürlich ein Argument sein möge. Die sichere Variante wäre hier natürlich dann eher die normale Massephase, um tatsächlich ja, sicher zu gehen, dass man keine Zeit verschwendet. Weiterführend kommen wir zum Begriff des Gaintainings. Ist vielleicht vielen noch kein Begriff. Dieser Ansatz sagt aus, dass ihr quasi gar nicht so genau schauen müsst, dass ihr permanent Gewicht zunehmt, sondern eigentlich nur hart trainieren müsst und so essen solltet, dass es den Muskelaufbau begünstigt. Also relativ sauber, mikronährstoffreich, proteinreich und der Rest wird von alleine kommen. Hat natürlich den Vorteil, dass man sich nicht so das Essen reindrücken muss, wenn man auch keinen Bock mehr hat, sondern eher das Ganze dem Empfinden nach steuert, also vielleicht von der psychischen Belastung auch ein bisschen locker angesetzt ist. Man könnte das jetzt in die Ecke des intuitiven Essens reinpacken. Hat natürlich immer das Problem, dass ihr
Gerade wenn ihr kein gutes Verhältnis zum Essen habt, dass ihr so ein bisschen dumm seid. Ne? In der Form, dass wenn ihr keinen Hunger habt und sowieso nicht so gerne esst, dass ihr tendenziell einfach die ganze Zeit zu wenig essen werdet und dann nie in einen Kalorienüberschuss kommen werdet, der einfach ein sehr dienliches Tool ist, um möglichst effektiv Muskulatur aufzubauen. Ne? Und gleich noch zum Rekompositionseffekt, was so der Nachteil ist, wenn ihr dann nur auf Maintenance bzw. in einem Defizit seid. Das Problem ist ganz einfach, wenn ich sehr gerne esse, dann esse ich tendenziell mehr, was dann wiederum dazu führt, dass ich, also wenn ich nur nach dem Empfinden gehe, dass ich viel schneller zunehme und viel mehr esse, als ich eigentlich essen sollte, vielleicht eher in Dirty Bike rutsche. Und auf der anderen Seite, wenn ich ein schlechtes Verhältnis zum Essen habe, in dem Sinne, dass ich nie so wirklich Bock auf Essen habe, das ist genau das Gleiche, wie passiert bloß im negativen Sinne. Deswegen, es ist natürlich für den Hobbysportler in gewissem Maße locker und einfacher. Man muss aber davon ausgehen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ihr schlechtere Ergebnisse erzielen werdet. Wenn du natürlich sagst, okay, das ist es mir wert, dass ich mir jetzt keinen großen Stress mache, sondern so esse, wie ich Bock habe, dann ist das in Ordnung. Aber dann sollte man natürlich nicht auf der anderen Seite rumheulen, wenn nichts passiert. Das ist immer so ein bisschen der Trade-off. Ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man das Ganze nicht so strikt handhaben möchte, aber wenn man da nicht so das Maß findet, sowohl im Positiven wie auch im Negativen, dann sind die Erfolge ganz einfach suboptimal. So, und wenn wir uns den Rekompositionseffekt bzw. Recomposition anschauen, dann sagt das im Prinzip nicht mehr aus, als dass wir versuchen, gleichzeitig Muskulatur aufzubauen und Fett abzubauen. Das ist immer so zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Genau, die eierlegende Wollmilchsau, das, was alle wollen. Das Problem ist, wie sagt man, das ist so Jack of all trades. Also Muskelaufbau geht so ein bisschen, Fettaufbau geht so ein bisschen, aber beides nicht wirklich optimal. Da sollte man sich die Frage stellen, ob es das wirklich wert ist oder ob man nicht beide Sachen einfach trennen sollte. Ne? Bedeutet, dass ihr, wenn ihr einen erhöhten Körperfettanteil habt, durchaus die Chance besteht, dass ihr in einem leichten Defizit noch weiterhin Muskulatur aufbaut und gleichzeitig eure Form sich verbessert, weil ihr ein Stück weit Fett auch verliert. Das läuft natürlich gleichzeitig nicht so effizient ab, als wenn ich gezielt meine Diät beispielsweise maximiere, Diäterfolg, so meine Diät gestalte, dass ich maximal viel Fett abbaue, um ohne jetzt letzten Endes auf der anderen Seite Muskulatur zu verlieren oder die Chance minimiere oder eben auf der anderen Seite maximal Muskulatur aufbaue und versuche das Ganze so zu handhaben, dass vielleicht die Fettzunahme nicht zu extrem ist. So. Und da muss man sich immer überlegen, okay, wenn das Ganze jetzt nicht mal 50-50 so gut läuft, ob es das dann tatsächlich wert ist, das muss jeder dann natürlich für sich selbst entscheiden. Problem ist natürlich, wenn ich schon relativ niedrig bin vom Körperfettanteil, dann wird das nicht mehr funktionieren. Also wenn ihr irgendwo in den niedrigen zweistelligen Bereich oder hoch einstelligen Bereich seid, wo wollt ihr denn noch hin? Ihr werdet euch nicht auf 7-6% Körperfettanteil so über einen Rekompositionseffekt hinbewegen können. Das funktioniert halt ganz einfach nicht. Das sind Körperfettanteile, da verreckt der eine oder andere schon halb auf dem Weg in seiner Wettkampfvorbereitung. Das macht ihr nicht mal so locker nebenher. Also es geht dann tendenziell auch mit einem äußerst negativen Wohlbefinden einher. Von der Warte her sollte man diesen Ansatz, wenn man es versuchen möchte, eher darauf auslegen, wenn ich ein bisschen mehr Pölzerchen habe, dann mal zu versuchen, okay, vielleicht einen Ansatz zu fahren. Ansonsten würde ich tendenziell eher in die eine oder andere Richtung tendieren. Also gezielte Diät oder gezielten Aufbau. Wenn wir das Ganze jetzt haben, zusammenfassend, dann stellen wir natürlich fest, okay, dass irgendwie so der Dirty Bike Ansatz im Vergleich zur normalen Massephase eigentlich hauptsächlich nur negative Mitbringsel hat. Auf der anderen Seite haben wir den Lean Bike, wo wir sagen, okay, möglichst fettfrei bleibt meine Form möglichst lange gut. Aber natürlich das Problem haben,
dass wir vielleicht Muskelaufbauaspekt nicht maximieren. So, und da würde ich immer so ein bisschen differenzieren zwischen demjenigen, was einem wichtiger ist, jetzt tatsächlich safe zu sein, dass Muskelaufbau maximiert wird, oder dann auf der Lean Bike Seite für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht so schnell so fett werden wollen, dann lieber die Gefahr mit einhergehen, aber relativ strikt sind, was das Tracken angeht, von ihren Leistungen, von ihren Zuwächsen, weil ohne das funktioniert es nicht. Und wenn ihr merkt, dass ihr darunter leidet, unter diesem genauen Ansatz, dann sollte man vielleicht auch eher wieder sich irgendwo gen höhere Zuwachsraten orientieren. Besonders wenn du ein Anfänger bist, dann würde ich sowieso mehr Prozent auf jeden Fall raten. Bedeutet, ich würde auf jeden Fall deutlich über einem Prozent liegen, eher 1-3%. Und derjenige, der sehr, sehr fortgeschritten ist, der kann sich natürlich irgendwo zwischen 0,5 und 1% gut einpendeln. Die 0,25% monatlicher Zuwachs finde ich sehr schwer, das zu tracken, muss ich ganz ehrlich zugeben. Du brauchst immer mehrere Wochen, um das quasi bemessen zu können. Du hast immer Schwankungen zwischen den Wochen. Bedeutet, du verschwendest vielleicht den einen oder anderen Monat und stellst fest, okay, ich habe eigentlich gar nichts zugenommen. Oder ich habe sogar noch 0,1 Kilo abgenommen und bin aber relativ lean und Rekompositionseffekt findet gar nicht statt und Stärke geworden bin ich auch nicht und alles ist scheiße. Ne? Ja, in diesem Sinne hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt hoffentlich jetzt ein bisschen besser für euch ausloten, welchen Ansatz ihr gut findet, welchen ihr weniger sinnig findet. Es macht natürlich Sinn, mal das eine oder andere auszuprobieren, um dann tatsächlich bemessen zu können, okay, ist es das oder ist es das nicht. Wenn ich was vergessen habe an Problemen, an Vorteilen etc., dann gerne unten noch in die Kommentare ergänzen für alle anderen. Da wäre ich sehr dankbar. Ich habe jetzt alles genommen, was mir so spontan eingefallen ist. Von der Warte her, like das Video, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert unten in den Kommentaren auch gerne weitere Videovorschläge. Teilt das Video gerne mit anderen Kollegen, Freunden etc. Das hilft auf jeden Fall dem Channel. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, weil das ist äußerst kostenlos und dementsprechend meine Freunde. Ansonsten den YouTube-Hashtag-Algorithmus-Kommentar. Ich finde gut und wir sehen uns im nächsten Video.